Lieben, wir haben heute wieder ein neues Video für euch. Heute ist es soweit. Ihr wolltet es sehen und wir wollten es auch sehr gerne machen. Wir werden einfach mal alle Schokoladen, die es gibt, mischen. Alle Sorten. Nuss, Weiß. Warte, ich lese vor. Wir haben viel. Traubennuss. Das fängt ja schon widerlich an. Wer mag das? Alpenmilch. Nochmal Alpenmilch. Nein, wir brauchen nur eine Alpenmilch. Neusetz. Kuhflecken. Smarties. Haselnuss. Jetzt wird's sonderbar, das sind nämlich Frühlingssorten. Johannisbeerstreusel, Haferkeks, Joghurt und Buttermilch, Zitrone. Das hört sich echt komisch an. Auf Streusel und auf dieses Haferkeks bin ich ja eigentlich gespannt. Ich habe hier Knusperflakes, Knusperkeks. Das sind meine beiden Favorites, die liebe ich. Joghurt, Edelvollmilch, Nougat, Marzipan. Wer mag noch Marzipan, der macht mal diesen Emoji in die Kommentare. Ich denke, viele hassen Marzipan, oder? Ich habe ein Mittelding zwischen Marzipan. Eigentlich hasse ich es, aber wenn gar nichts da ist, esse ich es auch. Und noch Nusssplitter. Die anderen sind doppelt. Habe ich Nougat gesagt? Ja. Natürlich darf auch weiße Schokolade nicht fehlen. Die beste der Erde, Erdnuss Crisp, Erdbeercreme. Das ist ja auch so ein Ding. Manche lieben es, manche hassen es. Wer seid ihr? Nochmal Haselnuss, aber diesmal ist es Haselnusscreme. Oh, glaubst du, das schmeckt wie Nutella? Nein. Aber Nutella ist doch eine Haselnusscreme. Nutella-Schokolade. Warum gibt es das nicht? Ja, stimmt. Und Milchcreme, also so wie Kinderriegel mit Milchfüllung. Lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Dieses Video machen wir eigentlich nur, weil ihr beim letzten Video, wo wir nach diesem Video gefragt haben, das ist immer etwas kompliziert. Da habt ihr so viele Daumen nach oben da gelassen. Wie viele? Mega ultra viele. Der aktuelle Stand zu diesem Zeitpunkt sind 44.400 Daumen nach oben. Applaus für euch. Oh, ich habe eine gute Idee. Wir können ein Daumen nach oben Spiel machen. Es ist super, super schwierig und ich glaube, dass ihr es nicht schaffen werdet. Genau 37.653 Daumen. Keiner weniger und keiner mehr. Nie im Leben. Das schaffen sie nicht. Ich wäre gern diese Person, die dann genau diese Zahl sieht und dann kann ich entscheiden, ob ich es zerstöre oder nicht. Wenn es jemand zerstört, könnte jemand anderes es retten, wenn er seinen Daumen zurück... Nein, nein, das sollte man nicht machen. Aber ja, das kann man. Ich glaube aber ganz sicher, wenn es jemand rettet, würde es jemand anders wieder zerstören. Probiert's aus. Hier unten. Wir sind wieder ausgestattet mit unserer Herdplatte. Die ist noch nicht heiß. Eine Herdplatte. Die haben wir extra für Videos gekauft, damit wir hier einen transportablen Herd aufbauen können. Natürlich unser wunderschöner Kochtopf. Einschalten. In hellblau. Das ist wichtig für das Ergebnis dieses Videos. Nicht. Und unsere coole Trickkiste. Ein Sieb mit einer Schüssel für das Wasserbad, um unsere Schokolade zu schmelzen. Ist genug Wasser drin? Ja. So sieht unser Arbeitsturm aus. Das hört sich irgendwie in der Schule, so ein Rechnungsturm oder ein Arbeitsgruppen-Aktivblatt. Wir brauchen faire Bedingungen. Wir haben Sorten, die nur so klein sind. Deswegen gab von jeder Sorte nur so eine kleine Größe in unsere Mischung, damit die Verhältnisse gerecht sind. Und zwar exakt 16,67 Gramm von jeder Sorte. Hier steht's. Waage her. Die Waage ist ebenfalls blau. Pastellfarbene Küchenutensilien machen mich sehr glücklich. Und mein Brett und mein Messer. Wir sind wieder mit Messer zu sehen. Sind in Marmoroptik. Ich habe mein eigenes Messer. Au, fast geschnitten. Nein, ich habe mich nicht geschnitten, weil ich schneide mich nie. Die Leute sagen immer, Sarina, pass auf, wie du dein Brötchen schneidest. Aber ich habe mich noch nie geschnitten, also kann ich es wohl am besten. Eigentlich sollte aus Sicherheitsgründen Sarina kein Messer in die Hand bekommen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Vicky hat sich mal so geschnitten, dann eigentlich war es gar nicht so ein tiefer Schnitt, aber es war voll viel Blut. Wollen das die Leute hören? Mir wird immer schlecht, wenn ich mein eigenes Blut sehe. Das Blut von anderen ist mir egal. Aber mein eigenes Blut, wow. Wir ignorieren jetzt den Sinn und Zweck dieses Videos. Ich probiere jetzt erstmal diese interessanten Sorten. Aber nicht das Eklige, oder? Was ist denn eklig? Buttermilch, Zitrone. Oh, ich gebe sie dir und du musst erraten. Diese drei Sorten erraten. Haferkeks, Joghurt, Johannisbeere, Streusel und Buttermilch, Zitrone. Aber was soll die erste Sorte werden, die im Topf landet? Alpenmilch. Erstmal ist so der Klassiker. Alles ganz neutral und dann mischen wir die heftigen Dinge unter. Eine Grundlage. Aber bitte nur 16,67 Gramm. Und? Und? Oh, es ist zu viel. Wir müssen 2 Gramm abschneiden. Das schaffst du nie. Oh, das war aber viel. Uhuhu, 16 Gramm. Ich bin gut. Und rein damit. Hey, Augen zu. Ich sage euch ein Geheimnis. Eine Schokolade davon ist weiß.
Echt jetzt? Ja, aber ich sage nicht welche. Natürlich Buttermilch, Zitrone, was denn sonst? Als erstes haben wir diese Sorte. Welche ist es denn? Du schummelst eh nicht. Meine Augen sind zu. Oh, lecker. Auf. Mhm. Ich bin gut. Ich hab's erraten. Es ist das mit Johannisbeere, ne? Ich gebe dir mal die weiteren, dann kannst du vielleicht noch ändern. Oh, ist das lecker. Das ist so crunchy. Ich glaube, das ist Zitrone. Stimmt's? Ja, ja, das ist Zitrone. Und jetzt? Das. Eindeutigen Haferkeks. Oh Mann, du bist bei allem richtig. Welche war jetzt weiß? Die Zitrone. Buttermilch. Hallo, schmelze sie mal da drinnen, bitte. Das leckerste war Johannisbeerenstreusel. Das ist mega gut. Dann hauen wir die mal rein, alle gleich. Guter Plan. Hier macht man so. Das könnte halt jetzt ein bisschen eklig werden. Dann wirft man einen Keks rein. Und von den großen Tafeln wird die nächste Sorte Kuhflecken. Die liebe ich. Die habe ich noch nie gegessen. Was? Da geht es gar nicht um den Geschmack. Der Geschmack ist normal. Es sieht so cool aus. Oh, das ist süß. Das sieht ein bisschen aus wie Flora. Wir brauchen exakt 16 Gramm. Das sind ja schon wieder zu viele. Das sind 20. Jetzt muss ich 4 Gramm abschneiden. Ich mache es von der braunen Seite. Wenn das jetzt wieder richtig ist, ich raste aus. Nö. Oh, Mist. War zu zimperlich. Jetzt wird's spannend. Hä? Ich habe gerade 0 Gramm abgeschnitten. Ja. Das war jetzt ein Fail. Meine Erfolgssträhne ist vorbei. Oh mein Vicky! Ich werde gleich zu viel abwetten. Hä? Was ist denn jetzt los? Das ist ein Fehler. Die Waage ist auch voll langsam, oder? Was sagt ihr? Das ist doch ein Witz. Man kann 16 Gramm nicht erreichen. Yay! Endlich! Oh, das qualmt schon. Da will ich mal ein bisschen runterschalten. Traubennuss. Magst du das kosten? Ich probier's mal, weil ich darf ja nicht sagen, es ist eklig, ohne es probiert zu haben. Aber ich sag jetzt schon, es ist eklig. Könnt ihr euch noch erinnern, als Vicky einmal gesagt hat, ich brauche eine Fressbremse? Jetzt habe ich eine. Ich habe nämlich eine Zahnspange und ich könnte die rausmachen und das dann essen, aber da muss ich Zähne putzen. Und ich habe gerade Zähne geputzt und ich mag nicht zweimal hintereinander Zähne putzen. Deshalb gibt es gerade keine Schokolade für mich. Da steht drauf Traubennuss, ne? Ja. Die schreiben es nur drauf, damit es sich nicht so eklig anhört. Wisst ihr, in Wahrheit ist es Rosinennuss. Das sind Rosinen. Wer isst Rosinenschokolade? Niemand. Und ich nehme jetzt ein Stück mit extra viel Rosine. Rein in den Topf. Das ist so wie, als würde man Gummibärchen-Schokolade essen. Jetzt kommt Vickys Lieblingsschokolade. Nee. Das ist meine Lieblingsschokolade. Erdnusscrisp. Die weiße Schokolade geben wir am Ende dazu als Verfeinerung und wir sehen, ob sich die Farbe verfärbt. Ich habe hier Milchcreme. Dann übergebe ich Haselnusscreme. Nutella und so. Nussplitter? Nee, das ist kein Nutella. Das schmeckt eher wie Mousse-Schokolade. Joghurt. Oh, die ist voll geschmolzen. Das geht nicht hier. Sarina ist so ein komischer Joghurt-Freak. Auch bei Eis magst du Joghurt. Ja, Joghurt-Eis ist mein Lieblingseis. Und Schokolade. Joghurt-Eis ist nicht mal süß. Da kann man ja gleich einen Becher Joghurt löffeln oder einfrieren. Können wir da drüben mal ein Video machen? Die Frozen-Joghurt-Challenge. Wer macht das bessere Topping? Die Smarties-Schokolade ist noch ganz altmodisch in Silberpapier eingepackt. Alufolie. Nougat ist ja auch schon am Schmelzen. Da sind aber richtig viele Smarties drin. Krass. Marzipan. Neues Set. Das ist auch so voll so wie so Gummi. Boing, boing. Normale Schokolade lässt sich nie so biegen. Giftig. Hey, ist das die letzte? Nein, weiße ist die letzte. Das ist Erdbeer. Oh, das wird eine Schokoladensuppe. Gucken mal. Hier haben sie die Smarties, die färben das ein bisschen ein. Oh, das wird ja köstlich. Vielleicht bringen sie die Schokolade dann raus unter dem Namen Victoria Sarina Schokolade. Wenn sie gut schmeckt, setze ich mich dafür ein, Leute. Die bunteste Schokolade, die diese Erde jemals gesehen hat. Nach einem Stück wird ihnen schlecht. Du kannst damit rühren drin. Krasse Idee. Okay, jetzt ist sie nicht mehr weit. Zerschmelze. Ja, okay. Es war nicht so spektakulär, wie ich es mir erhofft hatte. Es ist alles gut geschmolzen und wir haben hier so eine Schokoladenform und das wird sie jetzt. Und guckt mal, hier ist so ein Knusperkeksstück,
ganz viele Flakes und Nüsse. Rosinen. Ich liebe es, Schokolade herzustellen, aber das wisst ihr ja schon. So, und das muss jetzt in den Kühlschrank. Ich mache eine zweite. Das wird so eine Bruchschokolade, kennt ihr das? Das hat einfach keine Rillen, das bricht man sich selbst ab. Da kann man dann einfach ein Stück machen, so groß wie man will. Und man hat nur ein Stückchen Schokolade gegessen. Tatatata, wir sind zurück mit unserer frisch gekühlten, ausgehärteten Mischung aus allen Schokoladen. Eine wunderschöne Tafel hat sich daraus ergeben. Noch nicht, wir müssen das rausholen. Oh ja. Wow. Hey, die ist richtig gut geworden. Die ist wunderschön. Ich glaube, das sind Smarties. Und hier hinten, ich habe schon entdeckt, ich glaube, das hier ist ein Knusperkeks. Sollen wir das auschecken? Weil das hätte ich gerne ein Stück mit dem Knusperkeks. Oh ja, hier ist es. Ist es das? Nee, das ist was anderes. Hä, was ist denn das? Lass sie uns auseinandernehmen. Die ist knusprig hart. Noch ein Knusperkeks. Richtig, richtig cool. Hier, guten Appetit. Hier mit Rosine für dich. Das kannst du haben. Danke. Mhm. Irgendwie schmeckt es nicht so, wie es aussieht. Es schmeckt nach einer Explosion. Es schmeckt ganz viel nach der Erdbeerschokolade. Es schmeckt wirklich nach Erdbeere, obwohl wir von allem gleich viel reingemacht haben. Ihr habt es gesehen. Und es ist voll viel Knusperzeug drin. Ja, hier mal ein Smartie, hier mal eine Rosine, hier mal eine Nuss. Ich finde es schon aufregend. Diese Schokolade könnte man schon erfinden. Als Partyschokolade würde ich sie nennen. Was machst du eigentlich? Teste weiter. Die Erdbeeren würde ich weglassen. Smarties Pinkles. Aber das ganze Zeug ist cool. Ist das Marzipan? Ich probier's. Ja. Guckt mal, das hat sich nicht aufgelöst. Ja, eindeutig Marzipan. Man schmeckt's. Aber ich nehme die gerne, wenn es dir nicht so gut schmeckt. Ich find's lecker. Lasst im Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Das war doch mega cool, oder? Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was eure Lieblingsschokoladensorte ist. Das finde ich immer sehr interessant. Wenn ich das durchlese, muss ich auf jeden Fall währenddessen Schokolade essen. Sonst ist das eine Qual. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.